das aufnimmt. Ja, das nimmt auf. Gut. Wir von der AfD, wir sind nicht ausländerfeindlich. Wir haben nichts gegen Ausländer. Das heißt nichts gegen Ausländer. Halt nichts gegen bestimmte Ausländer. Ja, also bestimmt nichts gegen bestimmte Ausländer. Also immer rechts, links, das hat die Frau Gepetri hat das auch gut gesagt. Ich habe die kennengelernt nach einer Rede in Nördinger. Hat sie zu mir gesagt, Deutschland bleibt. Das ist für mich das beste Slogan und den möchte ich aufgreifen und einfach sagen, junge Leute, wir sind für junge Leute, wir sind für Frauen, wir sind für Männer, wir sind für ältere Leute. Wir sind für Leute, die einfach ein bisschen an Mut haben, ja, und sie nicht versteckert, ja? Gleich immer so unter Verdacht geraten. Ja? Wir geraten gleich unter Verdacht, so unter Generalverdacht, nur weil wir AfD sind. Ja? Das ist einfach falsch und das ist für mich Vorurteil. Genauso wie wenn ich sage, der Türke stinkt oder Afrikaner transpiriert, das stinkt. Ja. Das sind alles, ja, manches stimmt, ja, aber ich bin ein ganz normaler Mensch, wie du und ich. Ich möchte, dass ihr, ich sage jetzt ihr oder du, ja, dass ihr mich kennenlernt. Ich pflege meine Mutter, die ist schwer gehbehindert. Ich habe keine Freundin und keine Kinder. Und wohne bei meiner Mutter, bin aber sehr erfolgreicher Kleinunternehmer, Spediteur, Kühlschrank. Ich werde meine Welt kennenlernen. Meine Freund, meine Mutter, ja, das ist mein Leben. Ich zeig's. Ich bin bereit, gewisse Opfer zu tun, zu geben.